Hallo und willkommen zu einem neuen Schau mir zu Video. Nach langer Zeit gibt es auch mal wieder ein Schau mir zu. Und zwar habe ich heute mal vor, mir auf meinen Server eine Let's Play Welt von Gronkh zu installieren, beziehungsweise ihr könnt es natürlich nutzen, um auch andere Welten auf euren Server zu installieren. Ich inzwischen tue das jetzt erstmal mit dieser neuesten aktuellen Gronkh LP Welt. Die ist übrigens vom 9.4., also sogar von gestern. Ja, wieso hatten deine Welt von gestern? Das glaube ich nicht. Naja, egal. Wir nutzen es einfach so als Beispiel. So, wie ihr seht, habe ich hier jetzt erstmal die Datei runtergeladen. Den Link dafür werde ich noch unten hin posten. Wenn ihr die Datei habt, wollen wir sie erstmal probeweise, bevor ihr die auf den Server setzt, erstmal mit Minecraft, mit dem normalen Minecraft öffnen. Dazu geben wir einfach, wie immer, ihr wisst ja, Prozent, App Data Prozent. So, dann gehen wir in Minecraft rein und gehen hier, wo sind die Welten? Jetzt habe ich es vergessen. Saves. Jetzt, ja, genau, hier, New World, okay. Und jetzt schieben wir einfach Gronkh LP da rein. So, und ich will nur eine andere Kopie, will ich lieber hier haben. Komm, kopieren, auf, super. So, und jetzt starten wir mal Minecraft. Wo ist denn Minecraft? Loggen nun ein. Singleplayer erstmal, wir wollen ja die Welt erstmal ausprobieren. Da haben wir sie, Gronkh. Welt Survival Mode, okay. So, wir sind drin. Mit lauter Katzen. Aha. Miau, miau. Wie süß, lauter Katzen. Okay, ja, also es ist schon mal eine andere Welt und ja, so funktioniert es erstmal hier. Gut, also der Spawnpunkt ist ein wichtiger Punkt. Wenn ihr das nämlich auf den Server ändert, ändert sich der Spawnpunkt. Aber ich zeige euch, wie man das dann wieder findet. Okay, gehen wir jetzt über auf den Server. So. Dazu muss ich FileZilla öffnen. So. Und wir gehen auf unseren Server. So, und hier haben wir ja die ganzen World. Ihr müsst jetzt einfach nur das runtergeladene Teil nehmen. Ihr macht draus irgendeine... Ich mache immer World, das ist am einfachsten zu merken. Ich habe jetzt... Mir fehlt ja die World 3, also mache ich jetzt mal eine World 3 und schiebe das Ganze einfach mal hoch. Der Upload dauert eine Weile, deswegen machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause, nachdem ich das angeklickt habe. So, wir sehen uns dann in wenigen Minuten wieder, beziehungsweise bei Ihnen, bei euch. Bei euch dauert es nur eine Sekunde, aber bis gleich. So, da bin ich wieder. Für mich sind eine halbe Stunde vergangen, für euch noch nicht mal eine Sekunde. So, also ich habe es jetzt hochgeladen als World 3. Jetzt ist es wichtig, dass ihr auf eurem Server schon das Plugin Multiverse drauf habt, weil damit kenne ich mich am besten aus, wie man eine Welt einbindet. Und das erkläre ich jetzt auch nur damit. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, aber ich habe halt Multiverse schon mal installiert. So, dann gehen wir einfach weiter in Minecraft, gehen Multiplayer, gehen auf unseren Server. So, als nächstes habe ich jetzt mvhelp gemacht, weil ich nicht alles auswendig weiß. Aber wir haben schon den richtigen Befehl. Mv import, dann Name der Welt, wir haben die ja World 3 genannt und Environment ist ja ganz normal. Wir haben keinen Generator für diese Welt, das war's auch schon. Und starting import of World 3, mvlist. Yep, die World 3 ist da. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir uns hin teleportieren können. Mvtp World 3. Juhu, ich lande mitten im Wasser. So, erstmal müssen wir jetzt eine rettende... Ich ändere erstmal den Game Mode. So. Bevor wir hier ertrinken. Hoch, hoch, hoch springen. Hey, flieg doch mal. So, okay, super. Gut, wie ihr seht, natürlich auf Server ist immer ein falscher Spawnpunkt. Der wird nämlich nicht übertragen. Eine Lösung dafür gibt es natürlich auch schon und die zeige ich euch jetzt. Also, wir disconnecten erstmal, gehen in die Singleplayer-Welt, in Gronkhs Welt, und da
nerven erstmal die ganzen Tiere. Moment, ich mache erstmal den Sound ein bisschen weg. So. Musik auch, die brauchen wir nicht. So. Gut, wo waren wir? Ja, genau. Wir gucken jetzt mit F. Ne, das war der falsche F. F3. Können wir jetzt gucken, welche Koordinaten wir haben. Wichtig sind hier, ich kann jetzt schlecht mit der Maus hinzeigen. Wie mache ich denn das am besten? Guckt mal von oben, da wo X, Y und Z steht. Wir haben ja da eine Zahl, die müsst ihr euch irgendwie aufschreiben. So, jetzt sieht man es auch ein bisschen besser. Da haben wir also einmal X, Doppelpunkt, minus 1, 1, 5. Das schreibt ihr euch schon mal auf. Dann Y brauchen wir nicht. Z brauchen wir. Minus 2, 2, 4. Gut, die Koordinaten haben wir also. Jetzt habt ihr entweder ein Plugin, das diese Koordinaten unterstützt. Ich muss mal jetzt mal gucken auf meinem Server. Auf jeden Fall gehen wir hier jetzt mal raus. Wieso? Voller Grafikbug. Und gehen jetzt. Nee, da nicht. Da drauf. So. So, also ich habe tatsächlich auf meinem Essentials einen Befehl, der mich dahin teleportiert. Ansonsten hättet ihr einfach, Moment, jetzt muss ich gucken, nee, F4 nicht, F3, hättet ihr halt gucken müssen, so fliegen und dann gucken, wie sich die Zahlen verändert. Okay, also nochmal, TP-POS, so, und jetzt also TP-POS, Y, also erstmal X, Zettel bleibt hier, minus 115, Y haben wir gesagt 72 und minus 224. Und schwupps, bin ich genau da, wo ich auch in meiner Dingswelt ist. Das erste, was ihr jetzt wirklich machen müsst, ist hier ein Spawnpunkt. Wenn ihr auch, wie ich, Multiverse benutzt, macht ihr einfach am ersten MV-Set Spawn. Ja, das war's schon. Und schon habt ihr euren Spawnpunkt hier in dieser Welt und könnt jetzt halt euch umgucken. Wie ihr seht, habe ich jetzt Gronkhs schöne Welt. Und auf meinem Server. Jetzt können die Leute halt einfach mal hier drauf gehen. Ist das nicht toll? Alles klar. Das war es eigentlich auch schon mit diesem Schau mir zu Tutorial. Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann einfach in den Kommentaren reinschreiben. Denkt dran, übrigens jetzt die Rechte nicht zu vergessen, World 3 bei euch in, im Club Manager oder wo auch immer noch einzutragen, weil sonst habt ihr wirklich keine Rechte auf diesem, in dieser Welt. Das ist sehr wichtig. Ja, das wollte ich noch sagen, das hatte ich nämlich vergessen. Ansonsten, ja, wenn ihr noch Fragen habt, ins Kommentar posten, wenn ihr das, euch das Video gefallen hat oder euch das Video weitergeholfen hat, dann auch bitte ins Kommentar posten. Wir sehen uns dann in den nächsten Tutorials. Viel Spaß noch auf YouTube, macht's gut und tschüss!